Zuerst Gott, dann die Familie. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte. Einer seiner Jünger sagte zu Jesus: Herr, lass mich zuerst heimgehen, meinen Vater begraben. Jesus erwiderte: Folge mir nach. Lass die Toten ihre Toten begraben. Der heilige Franz Xaver verließ für immer seine Heimat Italien und fuhr mit dem Schiff in die Mission nach Indien. Da ihm seine Schwachheit sehr wohl bewusst war, verzichtete er auf den feierlichen Abschied von seiner Familie. Es war ein Abschied für immer hier auf der Erde. Wahrscheinlich hätte er andernfalls den starken Gefühlen zu seiner Familie nachgegeben und sein Missionsziel aufgegeben. So wurde er zum Patron der Missionen und hat tausende Menschen zu Jesus führen können. Der Gehorsam der Obrigkeit gegenüber ist sehr wichtig. Es ist auch das vierte Gebot, der rechtmäßigen Obrigkeit Gehorsam zu leisten. Doch er hat seine Grenze. Da, wo die Obrigkeit, sei es der Staat, die Eltern oder der Ehepartner, etwas gegen die 10 Gebote Gottes einfordern, dürfen wir ihnen nicht folgen. Es gibt Heilige, die ihre Entscheidung für Jesus sogar mit ihrem Leben bezahlt haben. Bitten wir Jesus darum, dass wir ihm und seinen Geboten immer treu sein dürfen. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmach dich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setzt euch frei davon. Und im Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und bitte die Mutter Gottes, sie möge all dies Negative durch ihr unbeflecktes Herz in Segen und Heil für euch verwandeln. So segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Durch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag mit Jesus.